Drei Wochen später. Dezember 1348. Nein, nein, nein! Verflucht! Das ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei A Plague Tale Innocence. Ja, wir befinden uns wieder im Chateau d'Ambrage, nachdem wir beim letzten Mal das Buch für Lukas wiedergefunden haben. Ah, war eine interessantere Sache. Und wir haben jetzt hier wohl offensichtlich einen kleinen Zeitsprung gemacht von 3 Wochen. Mittlerweile ist Winter oder es schneit zumindest. Gut, Roderick bittet uns jetzt hier an, eine Tür zu öffnen. Na, das werden wir auch gleich machen. Schauen wir uns hier aber mal ganz kurz um. So. Was haben wir hier? Sonntag. Das ist zwar keine Wache der Inquisition, aber zum Üben wird es reichen. Ah, hat sie wohl ein bisschen geübt in der Zwischenzeit? Das ist ja nicht schlecht. Wir sehen alles und niemand sieht uns. Die Welt hat dieses Chateau vergessen. Ich hoffe euch auch. Erst einmal. Ja, das ist ja nett. Bisschen diesig, bisschen neblig, aber trotzdem netter Ausblick hier. Oh, und scheint auch ein Fluss zu sein. Okay. Oh, ist ja nett. Oh, hier liegt irgendwas. Das ist nett. Eine Schnur. Hier, dass wir uns umschauen. Haben wir die Schmiede von Roderick. Wer weiß, was der da gemacht hat. Der offensichtlich ein Schwert geschmiedet. Okay. Oh, liegt auch noch irgendwas? Ein Werkzeug? Nee, das ist Leder. Sehr schön. Hat der noch irgendwas anderes liegen? Was wir hier brauchen können? Nee. Okay. Gut. So. Aha, hier sind noch neue Türen. In Ordnung. Aber wir sollen dir die andere eigentlich nehmen. Na los, Roderick wartet auf mich. Okay, halt, in Ordnung. Wollen wir ihn mal nicht länger warten lassen. Dann haben wir hier mal weiter. Oh, da sind noch Steine. Brauchen wir welche? Ja, ihn hat man gebraucht. Na gut, okay. Gut. Aha, oh, da hängen wohl die Hosen von Roderick. Okay, na gut. Ich kann die so genau gucken. So, soll er die mal aufmachen? Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Ein bisschen ungerubelt. Na also. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Ja. Ja, mit dem Kopf durch die Wand, der Roderick. Aha. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, ein Teil des Chateaus, das wir noch nicht kennen. Spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Mhm. Was, wenn das eher so ein sensibler Kerl ist? So rückt er ja nicht. Na gut. Also, wo er uns hier hinführt. Oder wo uns das hier hinführt vielmehr. Wer weiß ja wahrscheinlich auch nicht, wo das hier lang geht. Hm. Mal sehen. Hm. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Oh klar, wenn wir schon mal hier sind. Ja, da sollte man nicht unbedingt lang gehen. Hm. Da bricht man sich nur einen Hals. Das muss nicht sein. So, na dann machen wir die Tür auf. Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. Aha, okay. Da vorne ist eine Werkbank. Aha, okay. Oh, hey, das hätte ich beinahe vergessen. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so unrecht. Mhm. Okay, das schauen wir uns gleich an. Gut, schauen wir, ob wir hier noch was haben. Da liegt noch was, tatsächlich. Salpeter. Sehr schön. So, haben wir schon 16. Ah, 2 mehr. Ich glaube, wir könnten das Upgrade machen für die Werkzeuge. Ah, sehen. Oh, hier geht es ja noch weiter. Ah ja, ich glaube, hier sind wir am Anfang mal reingekommen. Kann das sein? Oder unten glänzt tatsächlich was. Okay. Gut, jetzt sind wir wieder in dem Innenhof, wo unsere Geschichte hier im Chateau begonnen hat. Micha, sieh dir das mal an. Das wird dir gefallen. Ich komme. Okay. Ja, hier saßen die beiden Jungs runter, als es regnete. Ah. Gut. Sieh mal das mal bei Tageslicht. Das ist ja auch sehr nett. Und ohne Ratten vor allem. Aha, irgendjemand hat die Barrikaden damit auch weggeräumt. Das ist natürlich nett. Okay. Gut. Ja, hier schauen wir uns um, ob hier irgendwas liegt. Hier ist weiter nichts.
Aha, war das die Grube. Oha. War die Grube schon immer so tief? Ui. Man hat den Boden entfernt. Ich glaube, da war mein. Aha, Moment. Salpeter etwa? Tatsache. Oha, wir haben 18 von 22. Moment. Jetzt was müssen wir mal kurz verschauen. Es hat ewig gedauert, das alles in Ordnung zu bringen. Ja, ja, bleib mal ruhig. Aha. Aber, aha, uns fehlt Stoff. Das ist ja jetzt ungünstig. Na ja, okay. Gut, wir haben es wenigstens nachgeschaut. So. Bleiben wir mal bei ihm hier. Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hierbleiben können. Amicia! Komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich. Komm schon! Schnell! Okay. Ja, ist ja auch noch so eine offene Frage, weil Lukas in der Zwischenzeit mit dem Buch angestellt hat und ob er da in der Forschung weitergekommen ist. Trotzdem würde ich mich gerne umschauen. Wir lassen uns mal von ihm hier nicht zur Eile drängen. So, hier ist noch ein Werkzeug. Das ist natürlich nett. Diese bedrohliche Musik gefällt mir ja nicht. Okay. Gut, wir schauen uns in Ruhe um. Kein Stress, ganz in Ruhe. So, schauen wir mal, ob wir noch irgendwas anderes finden. Ich sollte lieber nach Hugo sehen. Ja, okay. Ich finde es aber löblich, dass sie sich hier so um ihren Bruder Gedanken macht. So, wie kommen wir denn da überhaupt zu Lukas? Hier hoch vielleicht und dann darüber? Mal sehen. Ah, wir werden schon einen Weg finden. Aha, Moment, hier noch Alkohol. Na, boah. Können wir unsere Vorräte noch ein bisschen auffüllen? Dann lohnt sich das auf jeden Fall, sich hier ganz in Ruhe umzuschauen und sich von Lukas nicht zur Eile drängen zu lassen. Moment, haben wir da drüben noch eine Pflanze? Ja. Da müssen wir uns dann die ganz dringend anschauen. Die haben wir wohl nachts übersehen bei all den Ratten. Dich habe ich noch nie gesehen. Sie hat sich wohl unter dem Unkraut versteckt. Hugo braucht mich. Sehr hübsch. Und wir haben ein Rhododendron gefunden. Schauen wir mal, was dazu geschrieben steht. Ja, da ist der Rhododendron. Die Pflanze selbst ist zwar harmlos, der Honig aus ihren Blüten soll allerdings Toxine mit Halluzinogenen und abführenden Eigenschaften enthalten. Angeblich soll dieser Honig die gewaltige Söldnerarmee Kyros des Jüngeren aufgehalten haben, da die Soldaten sich nach einer Plünderung zu viel von ihm einverleibten. Wahrscheinlich wurde er wegen seiner schädlichen Wirkung zum Symbol von Risiko und Gefahr. Hm, okay. Ja, sind übereifrig und dann haben sie alle Durchfall. Ja, kann man auch eine Armee mit aufhalten. So, und hier haben wir noch ein bisschen Salpeter. Okay, wir mal hier hoch. Ich weiß nicht, ob man sich hier komplett umgucken kann. Ich glaube auch mal Stunden. Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo, bitte! Ja, geht gleich weiter. Wir schauen mal eins kurz. Wir werfen hier kurz nochmal einen Blick in die Runde. Wir wird nicht alles liegen lassen, das wäre so schade. Ich glaube, wir haben schon so viel ausgelassen. Ja, hier ist natürlich nur da, wo wir gucken, hier ist natürlich nur. Das ist ja wieder klar. Ja, gut. Wir sind zumindest die richtige Leiter hoch. Das ist schon mal was. Na schön, gut. Nee, hier ist ohne Schneider. Na gut, folgen wir mal, Lukas. Sehen. Ach, jetzt kommen wir wahrscheinlich in den großen Saal wieder. Genau. Aha, dafür war die Tür. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein! Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Amicia, Lukas! Ach, hier der arme Junge. Das sieht wirklich schlimm aus. Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly! Du hast ihn gefunden! Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese
Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice Derun. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los! Heim zu mir! Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Kapitel 12. Alles, was bleibt. Wir sind da. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Oha, das ist eine interessante Wendung jetzt hier. Melly ist zurück, hat Arthur gefunden und wir wissen, dass Beatrice Derun, die Mutter von Amicia und Hugo, noch lebt. Oha, das ist ja, spannend. Aber ich finde es ziemlich gefährlich, dass Lukas hier das Sanguinis Itinera mitgenommen hat. Gut, okay. Und wir sind wieder am Anwesen der Derun. Jetzt bin ich gespannt, was uns da erwartet. Und wir haben eine ganz veränderte Situation. Das finde ich sehr spannend und sehr schön hier, auch mit dem Schnee. Okay, so, ich glaube, wir müssen uns rechts halten. Links die Brücke ist nämlich kaputt. Ja. Gut. Wir schauen uns mal um, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Wir können dort nicht rüber. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Naja, was soll man sich aufregen? Was kaputt ist, ist kaputt. Naja, gut. Oh, mal schauen, ob wir hier gleich wieder auf die Inquisition oder so treffen. Mit Bannerfahr ist da jedenfalls nichts gehütet. Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Aha. Naja, wer weiß. Vielleicht versprechen sie sich auch davon, was, wenn die das Labor oder die Werkstatt von Beatrice sich genauer anschauen. Ja, so ungefähr so 4 Wochen, seitdem wir begonnen haben, vergangen sein. Der Baumstamm! Sie müssen da lang gegangen sein. Kleines Lager wohl von der Inquisition oder zumindest von denen, die hier waren. Ein paar Steine, hier können wir uns am Feuer wärmen, das ist natürlich sehr nett. Blendet auch ein schön, ja. Und ich sag recht, da ist noch ein bisschen Schnur, ein bisschen Alkohol, das ist natürlich nett. Jetzt schauen wir doch nochmal, ob wir etwas herstellen können. So. Aber wir könnten die Werkzeuge verbessern, um mit Ignifer-Munition in der Gegend abzulenken. Also da hätten wir so was Ähnliches, wie das Odoris, nur wohl für menschliche Gegner. So verstehe ich das. Mit besseren Werkzeugen kann Amicia wirksameres Ignifer herstellen. Dank der verbesserten Mixtur ist es durchschlagskräftiger und knistert stark beim Brennen. Ja, probieren wir das, bevor wir hier noch unterliegen lassen. Dafür brauchen wir Episangios und Schwefel. Haben wir mehr als genug? Ja, und ein Werkzeug haben wir auch über. Na, dann machen wir das. So. Das sollte mir die Sache erleichtern. Aha, wir können vielleicht die zweite Stufe davon auch noch herstellen. Beschleunigt die Munitionsherstellung. Amicia passt ihre Werkzeuge an, damit sie unterwegs einfacher handzuhaben sind. Dadurch verkürzt sich die Zeit, die sie zur Vorbereitung der Munition benötigt. Ist ja nicht schlecht, aber jetzt irgendwie nicht so wirkungsvoll. Aha, aber naja, das führt dann hinterher zu dem, dass man den Helm abschießen kann. Aha, da fehlt uns ja nicht so viel. Das finde ich ja interessant.
Dann werden wir das Werkzeug hier auch nochmal verbessern. Verkürzen wir mal die Munitionsherstellungszeit. Das sieht schon viel besser aus. So, sehr schön. Gut. Können wir noch was bei den Materialien herstellen? Schauen wir mal. So, da haben wir von allem noch was. Extinguish, nicht über Material. Ignifer. Ja, können ja noch immer Ignifer herstellen. So. Und dann müssen wir hier noch den Alkohol mitnehmen können. Sehr schön. Gut. Gut. Davor. So, können wir weitermachen. So viel Zeit muss ja sein. Die Ausrüstung muss ja gepflegt werden. So. Nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Nee. Wir halten uns genau auf der Mitte von dem Baumstamm. Na gut, wenn er vereist ist, ist das natürlich auch so eine Sache. Oha, da werden wir schon wieder Ratten. Ach. Das ist ja nicht schön. Jut. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was ist mit ihnen los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Ja, das ist auch hier, wenn sie sich beachten, aber was sprudelt da in der Mitte? Das ist sehr interessant. Aha. Wollen wir mit Lukas reden? Vielleicht eine Art Paarungsritual. Einige Tiere haben merkwürdige Rituale. Es gibt einen Unterschied zwischen merkwürdig und schauerlich, Lukas. Aber wieso denn nicht? Immerhin sind es Tiere. Also ich habe da so meine Zweifel. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Es muss einen Grund geben. Mhm, allerdings. Das ist sehr interessant. Aha. Na gut, dann werden wir vielleicht sicher... Oder den werden wir sicher noch erfahren, denke ich. So. Oha, wo kommen wir denn hier weiter? Ach, da dann. Na klar. Komm einfach den Weg. Ganz einfach. Okay. So, da brennt schon wieder Feuer. Oh, wir sind aber vorsichtig. Da vorne steht ein Wägelchen. Wir sind jetzt mal sicher, heute gerade sein. Als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Aha, okay. Nee, das erklärt ihr Verhalten wirklich nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir werden was über dieses Verhalten erfahren. Okay, gut, wir können rechts lang. Der linkste Weg ist versperrt. Ja, Gott, wir tauchen keine auf. Nee. Okay, da scheint irgendwas zu liegen. Nee, da war nur Schnee offensichtlich. Okay. Wir schleichen uns hier mal durch die Büsche. Das ist glaube ich ganz gut. Und wir werden auch mal auf Schleichen langsam wechseln. So, erstmal die Mauer hier hoch. Oh, nicht, dass wir hier irgendwo rinlaufen, das würde ich bevorzugen zu vermeiden. So, alle ganz ruhig und entspannt. So, hier nach rechts ist zumindest erstmal eine Fackel. Und hier haben wir ein paar Steine. Ja, schön, sind die Steine wieder voll. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden Sie spüren. Mhm. Ja, so hat ähnlich direkt mal schon gedacht, dass ich die Wägelchen habe unten stehen sehen. Dann können wir die Kette anschließen, dann können wir den Weg freimachen. Aber warum eigentlich? Naja, gut, mit die Ratten weg. Mal sehen, was denn passiert. Gut, machen wir das mal. So. Das ist mein Zuhause. Hört ihr mich? Mein Zuhause. Okay, das ist ein guter Grund, das Haus von Ratten zu befreien. Gut. Aha, hier können wir gar nicht rüber. Können wir hier runter? Nee. Ach so, wir müssen runterlaufen. Ah, alles klar. Deswegen konnten wir den Weg freimachen. Gut. So, hier können wir runterklettern. Oder runterspringen vielmehr. Okay. Gut. Sehr schön. Kommen wir wohl von vorne an das Haus ran, wie das aussieht. Na, schauen wir mal. Wo ist jetzt eigentlich das Haus? Da ist ein Türmchen, so wie das aussieht. Und ich höre schon wieder Ratten. Ah ja, links sind Ratten. Mehr Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Okay, jetzt können wir die natürlich ablenken mit dem Odorus. Oder wir können erstmal rechts schauen. Ich bin erstmal für rechts. So, hier ist auch Licht, das ist gut. Wir halten uns natürlich schön im Feuer. Also im Schein des Feuers auf. So, hier haben noch ein paar Steine. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und da haben wir eine Laterne, ja. Da ist eine Lampe, die wir ausrichten können. Lichtschein. Aha. Aha, oh Gott, was wird denn jetzt hier wieder? Auf der anderen Seite ist eine Kette.
Aha. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Aha, okay. Moment aber, Lukas. Moment, wir müssen uns erstmal kurz umsehen. Hier liegt nämlich noch rechts was. Ja, Schwefel und wieder Alkohol. Okay. Und hier hinten haben wir ein Feuer. Da können wir doch einmal den Ignifer benutzen. Und das erstmal anmachen. Da liegen nämlich noch ein paar andere Sachen. So. Oh, Ene ist hier abgehauen. Moment, okay. Mal sehen, was haben wir denn hier? Ist irgendwie Stall irgendwas. Da können wir garantiert auch noch was machen. Haben wir irgendwo einen Holzscheit? Nee, sieht nicht so aus. Gucken wir mal links, ob da noch irgendwas ist. Zumindest können die da aus dem paar Schlag nicht raus. Das ist schon mal gut, dann können wir uns hier umschauen. Oha. Hier im Türmchen sind ohne Ratten. Mhm. Okay. So. Aha. Da kann man wohl rinklettern, oder wie versteckt das? Oh ja. Gut, da will ich auch ja nicht drin. Ich weiß nicht, wie lange da Ratten sind. So, können wir da irgendwas machen? Ja, da ist die Kiste drin. Aha, 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 aha. Na gut, wir können die weglocken. Das war eine heikle Nummer. Nee. Also, ich habe so wenig Platz hier. Ja, also mit Feuer werdet was anderes. Aber ich kriege hier keine Fackel oder irgendwas, was wir entzünden können. Und Luminosa ist das nun echt nicht wert. Na gut. So, schauen wir uns hier mal um. Weil wir hier irgendwas machen können. So, hier haben wir erstmal Salpeter und Schwefel. Das ist schon mal gut. So, ihr Ratten, was macht ihr hier? Ihr seid da festgefangen. Oh, da liegt eine Leiche. Ja, sieht so aus, ja. Egal, wir können da nicht hinaulen. So, die Ene hier. Da dreht man doch jetzt drauf. So, können wir hier irgendwas machen? Aha, also wir sollten da drin. Da liegt auf jeden Fall Leder. Okay. Nee, nee, geht mal weg, geht das. Lasst uns mal in Ruhe. Aha, können wir nicht durchs Fenster werfen? Wir bräuchten eine Fackel oder so. Das wäre gut. Aha. Da hinten ist auch noch was. Da sind nochmal Alkohol. Mhm. Können wir hier irgendwas machen? Das sieht alles etwas ungünstig aus. Das ist keine klare Sache. Ich denke auch nicht, dass uns der Lichtstrahl hilft. Außerdem hat Lukas den jetzt besetzt. Aha. Kann man hier in der Winde irgendwas machen? Nö, nee, kann man nicht. Gut. Da müsste man also mit dem Odorus arbeiten, um darin zu kommen. Das ist eine heikle Nummer. Und wir sollen jetzt hier das Tor. So. Wollen wir runtergehen? Was passiert, wenn wir jetzt hier rumgehen? Mal gucken. Ich denke, wir kommen ja auch wieder hoch. Lukas, was machst du? Ich bin hier. Und los, vorwärts. Okay. Na dann, bleiben wir mal hier im Licht und dann... das Licht läuft. Lukas ist gut. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich raus? Na, ich hoffe, der geht gut. Ich hoffe, der ist ein guter Bienenbeleuchter. So, mal schauen, wie weit wir hier kommen. Wir reitet das ein ganz schönes Unbehagen, wenn man hier so die Ratten vor sich her treibt. Wie weit kommst du denn mit der Laterne? Oder mit dem Strahl? Nee, das ist nicht gut. Jetzt brauchen wir, glaube ich, mal das Odorus. Das finde ich nämlich viel besser, wenn wir die mal ablenken erst einmal. Oh, wir sind nicht alle losgeworden. Das ist natürlich nicht gut. Okay. Super, seht ihr noch weiter? Na, das sieht aber nicht gut aus, was er hier macht. Ich hoffe, das geht jetzt nicht schief. Oder können wir... Moment. Wir müssen nach links durch, zu der anderen. Da ist nämlich der Lichtstrahl, jetzt noch der anderen da. So. Das System funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Aha, jetzt müssen wir Lukas durchschleusen. Oder können wir jetzt erstmal die hier rüber treiben, dass wir... Aha. Okay, gut. Ehen Odorus verschwendet, na gut. Das ist aber nur die geringste Übel, wir haben es wenigstens ausprobiert. Ui, heikle Nummer hier. Oh, ihr werdet uns mal schön fern, Kinders. So, ach, wir hätten aufschießen können. Wird ja noch einfacher. Okay, wir gehen erstmal wieder zurück. Und machen das von hier drüben mit der Schleuder. Bitte, Amicia, lass mich durch. Ja. Danke. So. Haben wir das Stück. Ah, schade, es würde da hinten auslaufen. Lukas, wir sind nicht allein. Oh.
Oha, was haben wir denn gefunden? Interessant, ich will jetzt. Oh, da drin sitzt jemand. Er lebt noch. Hilf mir! Irgendjemand! Piraten! Das ist eine der Wachen von den Deruns. Ich befürchte, was wir machen müssen. Naja, sehen. Hier mal. Licht aus. Hier. Der gehört euch. Okay, der Ritter wird zur Inquisition. Würde ich jetzt mal so er vermuten. Er hat bekommen, was er verdient. Amicia. Da ist noch einer. Na, wir mal gucken. So, wir können jetzt erstmal ein Stückchen weiter. So, und ihr haltet euch mal von uns fern, ihr Ratten. Oje. So, hier haben wir noch ein bisschen Isangius und etwas Salpeter. Sehr schön. So, naja, hier müssen wir da rüber. Wenn wir mal auch ein Licht wieder was wir anmachen können. Das machen wir auch als erstes. Mal sehen, reicht das von hier aus? Ja, kommen wir ran mit der Schleuder. So, haben wir da einen Safe Spot. So, ich hoffe, wir können hier durchrennen, ohne dass uns die Ratten erwischen. Ja, wir werden da hinter dem Wagen laufen. Das scheint wieder so ein Wagen der Inquisition zu sein. Das ist natürlich sehr schön. Das verspricht auf jeden Fall einige Komponenten. So. Ich hoffe, die Ratten bleiben da, wo sie sind. Wir können sie natürlich auch festsetzen. Mal sehen. Ja, ich glaube, das machen wir sicherheitshalber. So, mit dem Odorus halten wir die mal da fest. Nicht, dass die uns annehmen. So. So. Dann sind wir hier im Licht. Das ist hier. Dreckskerle! Was habt ihr getan? Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Okay. Einer von der Inquisition hier. Ja, den werden wir dann seinem Schicksal hier überlassen. So, wir werden erstmal mitnehmen, was wir hier mitnehmen können. Steine, Schwefel und nochmal Alkohol. Okay, gut. Man kriegt uns hier nicht. Von hier die Ratten erwischen uns hier nicht. Just gut. Gut, dann werden wir mal gucken, dass wir noch was herstellen. Odorus hier verschwendet. Oh, Alkohol. Wo brauchen wir denn noch Alkohol? Für nichts brauchen wir jetzt hier Alkohol. Oh, gut. Nicht mehr für den Extinguius. Okay, können wir noch was herstellen? Nee, gut. Dann bleibt der Alkohol da. Schade. Gut, könnten wir auch ein Stückchen nehmen. So, ich glaube, wir können hier rüber. Ja, gehen wir erstmal rüber. So, was können wir jetzt hier machen? Da sind noch ein paar Materialien. Aha, okay. Dann werden wir die mal in die... Nee, das ist das Falsche. Wir brauchen das Odorus. So, die sollen wir da in die Ecke gehen und wir holen uns die Sachen, die da liegen. Und dann nehmen wir wieder raus. So, hätten wir das. Lukas, kommst du da mal weg? Danke. Das ist mein Nusch mit dir da. So. Jetzt müssen wir wohl darüber. Ja, das ist das Einzige, was ich hier sehe. Also, die Ratten dahin. Und wir gehen darüber. So ist es. Sehr schön. Ach, hier ist auch eine Werkstatt. Hervorragend. Gut, jetzt könnten wir natürlich gemein sein. Ja, wir können die ablenken, natürlich. Ne, wir nehmen mal das Extinguius. So. Licht aus. So. Da war doch keine Gefahr. So ist es sicherer. Naja. Amicia nimmt hier quasi ein bisschen Rache. Naja. Wir haben ihren Vater getötet, also nur verständlich. Aber naja. Der Killcount ist schon relativ hoch mittlerweile. Naja. So. Aber hier, Salpeter, wieder Alkohol, den wir nicht mitnehmen können. Was können wir denn noch herstellen? So, Exinguus haben wir auch noch ordentlich. Wir haben hier noch Igniffer, wir haben alles eigentlich genug. Ach, na gut. So, an der Werkstatt, gibt es hier noch irgendwas in der Ecke? Ne, gibt's nicht. Gut. Okay, gut, nö. So, dann können wir hier wohl an die Tür ran, sehr schön. Die Ratten sind abgelenkt. Ah, oh, hier haben wir wieder so eine Wucherung. Oha. Das ist ja interessant. Okay, gut. Na, mal sehen, ob wir jetzt in dem Innenhof sind, wo der Stall ist. Mal sehen. Wir sind hier, Lukas.
Hinter dieser Tür. Ich verstehe. Ich bin bei dir. Gehen wir. Oh mein Gott, ist das real? Mein Zuhause. Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Oh je. Was ist denn hier passiert? In so kurzer Zeit. Uiuiuiui. Okay, ich hoffe, das ist nicht ihr Vater oder so. Mal sehen, ich befürchte das Schlimmste. Ist er dein Vater? Oh mein Gott. Oh nein, zum Teufel ist das? Lukas! Ich weiß es nicht. Treib sie zurück, das Ignifer! Schon gut, schon gut. Okay. Noch mehr! Oje. Was passiert hier? Ah! Oh, du bist, nee, wir brauchen Ignifer. Okay. Das frage ich mich allerdings auch. Ah ja, okay. Eben die falsche Alibi hier. Wuha. Das ist ja eine heiße Nummer hier. Wo müssen wir hier hin? Okay, wir sollen mit dem Ignifer auf die Rattenschwärme schießen. Und noch einer? Okay. Ja, das fragt mich auch. Ah ja, jetzt funktioniert es. Aha, jetzt weiß ich, warum wir das Ignifer, die Herstellungsdauer der Schosse verringert haben. Ist es vorbei? Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Okay, nimm mal die Fackel. Gib uns mal die Fackel, bitte. Oh, oh. Hm? Jetzt. Nimmst du mal die Fackel, Amicia? Keine Danke. Sorge. Ich gehe voraus. Danke. Okay, dann ist man schon viel sicherer, wenn wir jetzt mal die Fackel haben und keine Rattenstürme mehr sind. Oh je. Okay. Gut. Hui. Ja, das war ja hier eine heiße Nummer. Oh ja. Okay, gut. Das soll es aber für heute wieder mal gewesen sein. Hier im Anwesen der Runes werden wir uns dann beim nächsten Mal umsehen. Bin ja mal gespannt, was wir hier noch so finden. Das ist ja schon mal sehr schaurig. Okay, ich bedanke mich erst einmal wieder dafür, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's fein. Ciao, ciao und bis bald.